Hallo und herzlich willkommen. Hier ist ein weiteres Interview mit einem spannenden Interviewpartner zum Thema Face-to-Face-Fundraising in Zeiten der Corona-Krise. Oder könnten wir die Frage, das Titel vielleicht auch anders, den Titel auch anders nennen? Ist die Corona-Krise das Ende von Face-to-Face-Fundraising? Und ich bin sehr gespannt, was mein nächster Gesprächspartner jetzt dazu sagen wird. Balwin Bakker von Corris. Hallo, Balwin. Hallo Jan, grüße dich. Wo treffe ich dich gerade an? Du bist bei dir zu Hause? Habt ihr verordnetes Homeoffice oder wo bist du? Also ich könnte schon ins Büro fahren, aber okay. Das macht nicht so viel Sinn, weil nicht alle Leute im Büro sind. Also bin ich zu Hause, ja. Sehr gut. Und das aber auch schon seit ein paar Wochen, nur sporadisch, dann wahrscheinlich im Büro, oder? Ja, ich habe die Videotelefonie, wie jetzt, mit dir schätzen gelernt und habe alles durchprobiert in den letzten Wochen. Okay. Und war nicht mehr im Büro, fahre aber jetzt am Mittwoch wieder ins Büro, weil gewisse Sachen gehen dann doch besser face-to-face. Ja, super. Du bist Geschäftsführer von Corris. Wie lange bist du eigentlich schon im Face-to-Face-Fundraising aktiv tätig? Es ist ja ein besonderes Jahr. Nicht nur wegen Corona, sondern auch, wie lange ich schon dabei bin. Also die Corris, die wird ja jetzt 25-jährig. Okay. Also in diesem Jahr. Wow. Und ich bin eigentlich seit dem Anfang mit dabei. Zwar nicht als Geschäftsführer, sondern habe wirklich das von der Pike auf gelernt. Also Dialoge auf der Straße bis hin zum Geschäftsführer. Ja, wow, super. Also herzlichen Glückwunsch in zweifacher Hinsicht. Aber du hast es schon angesprochen, es ist ein besonderes Jahr und wahrscheinlich das Ende dann von deiner Laufbahn als Face-to-Face-Fundraising-Macher oder wie siehst du das? Na, das hoffe ich ja nicht, oder? Nein, eine Krise ist auch da, um mal alles ein bisschen zu analysieren und zu schauen, wie komme ich gestärkt aus einer Krise raus. Und jede Krise, so schlimm sie auch ist, hat auch eine positive Seite. Mhm. Die positive Seite hier ist wirklich, dass wir uns nochmal ganz genau überlegen, oder? Was können wir besser machen? Wie sieht das in Zukunft aus? Und ich spüre eine unglaubliche Solidarität und auch Zuversicht. Also die Leute haben richtig Bock drauf, wieder nach draußen zu gehen. Und das wird passieren. Man sieht das ja jetzt während dem Lockdown schon. Ich war am Samstag für meinen Schwiegervater was besorgen und die Straße war schon wieder voll, wenn es keine Corona-Krise gegeben hätte, oder? Ja, genau. Ja. Jetzt, ich glaube, jetzt gerade das Wochenende war auch, also hier in Zürich, genau, gab es auch die Mitteilungen, nur viel zu viele Menschen wieder unterwegs. Aber ja, die Leute wollen raus, das definitiv. Aber lass uns doch nochmal gerade, bevor wir in die Zukunft gucken, lass uns nochmal beim aktuellen Status quo anfangen. Also ihr macht von 100 auf 0 oder wie sieht es gerade aus? Naja, bei so einem Betrieb wie bei der Corris geht es gar nicht von 100 auf 0. Corris arbeitet ganz normal und zwar machen wir ja auch Datenmanagement. Das geht natürlich weiter, die Einzüge, die Mutationen. Wir haben auch ein Callcenter, das haben wir temporär geschlossen gehabt in den ersten 2,5 Wochen. Dann haben wir wieder angefangen zu testen und gemerkt, hey, die Leute, die sind sehr offen und reden mit einem. Und wir haben noch sehr viel Erfolg und wir bauen das jetzt kontinuierlich wieder aus. Und da wird gearbeitet. Und auch bei uns die ganze Lohnbuchhaltung, Administration geht natürlich weiter. Das sind immer noch Leute im Büro und arbeiten ganz fleißig. Okay. Nur der Außendienst und Innendienst, die sind alle in der Kurzarbeit. Und ja, da schauen wir jetzt, dass wir uns Gedanken machen zum 8. Juni, weil dann wollen wir wieder loslegen. Also das heißt, du nimmst auch den 8. Juni als Stichtag, wo ihr wieder loslegen könnt, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, müssen wir ja mal dazu sagen. Ja, ich habe hab eine breite Umfrage gemacht, also wirklich viele Leute gefragt nach der Konferenz, nach der Bundesratkonferenz, was meint ihr, was habt ihr jetzt verstanden? Oder? Und habe ein ganz breites Spektrum an Antworten bekommen. Also du meinst ganz kurz, du meinst die letzte Bundesratspressekonferenz, wo sie dann die drei Daten genannt haben und jetzt irgendwie, okay. Genau, also dieser Exit-Plan mit den Milestones. Und wo sich sicher alle einig waren, okay, im April geht jetzt gar nichts mehr und bis zum 12. Mai auch nicht. Aber dann taten sich schon die unterschiedlichen Meinungen auf. Mhm. Also es gab mehrere Leute, die gesagt haben, also meines Erachtens könnt ihr ab dem 12. Mai wieder arbeiten.
weil ihr seid Verkaufspersonal, ihr habt nur 1:1 Kontakt, ihr seid keine Veranstaltung, ihr könnt das super gut auch diese Hygienemaßnahmen und so am Stand machen. Also man kann ja Abstand halten, man kann Desinfektionsmittel haben am Stand, Plexiglasscheibe aufstellen. Also es würde ja alles gehen. Wir werden es nicht machen, oder? Wir werden am 12. Mai jetzt nicht auf der Straße stehen. Mhm. Ich glaube, das braucht schon eine gewisse Zeit. Aber am 8. Juni, glaube ich, wird hoffentlich, wissen wir alle nicht, aber hoffentlich natürlich viel mehr Normalität sein. Mhm. Aber die Frage heißt eigentlich auch nicht, gibt es Face-to-Face nach Corona? Nein, es wird Face-to-Face mit Corona geben. Mhm. Corona wird uns noch ganz lang beschäftigen. Ja. Ich glaube, uns, Coris, auch wirtschaftlich noch ganz lang, weil wir mussten auch vom Bund einen Kredit haben. Wir sind gut aufgestellt, wir bestehen das gut. Aber war sicher ist jetzt auch oder ist sicher auch nicht die einfachste Zeit für uns. Und von dem her, wir müssen wieder raus, aber wir müssen dann auch mit Corona klarkommen. Mhm. Und ich glaube, am Anfang wird man sehr vorsichtig rausgehen und sich auch überlegen, welche Zielgruppen spreche ich an. Mhm. Und Face-to-Face ist ja klassischerweise, du weißt das, so die jungen Leute, wir haben junge Dialoge, sprechen junge Leute an, zum Glück. Weil ich glaube, da ist die Akzeptanz sehr hoch. Das sieht man ja jetzt schon während der Krise. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Es dauert ja noch eine ganz lange Zeit, bis dann der 8. Juni da ist. Also da sind wir erst in der Halbzeit. Also da wird noch sehr viel gehen bis dahin. Und hoffentlich zum Guten und hoffentlich auch wieder Richtung Normalität. Was aber sicher so ist, du musst natürlich nicht am Strand, Strand wäre auch schön. Am Stand die Person ansprechen mit der Maske oder den weiten Bogen macht. Nein, solche Personen sind sicher nicht Zielpublikum. Mhm, also das heißt auch, ja, von dir höre ich da jetzt auch sehr viel Optimismus. Wie ist denn das auf Seiten der Organisation? Da wirst du ja sicherlich auch Kontakte pflegen, halten weiterhin durch die Krise hindurch, sage ich mal. Gibt es da Organisationen, die irgendwie Aufträge vielleicht auch storniert haben, sei es jetzt bei euch oder bei wem auch immer, du bist ja auch gut vernetzt, oder stehen die Organisationen eigentlich auch in den Startlöchern und warten nur drauf, bis es dann wieder raus auf die Straße geht? Naja, Coris ist ja ganz nicht ein kleiner Betrieb. Wir haben 35 verschiedene Organisationen, die wir am Infostand vertreten dürfen. Gesamthaft arbeiten wir für über 50 verschiedene Organisationen. Und da hast du natürlich ein ganz breites Spektrum. Von Auftragsgröße, von Wichtigkeit des Instruments, von finanziellen Mitteln logischerweise, von Strategien. Also da gibt es nicht den einen gemeinsamen Nenner. Mhm. Aber es gibt Kunden, die machen mit uns große Volumina, also suchen viele Förderer am Infostand. Und die wollen unbedingt noch schauen, dass sie das Budget noch ausschöpfen, dass das Volumen noch geleistet wird. Die einen sind etwas mutiger als die anderen. Die einen, die sagen, ja, ich bin ab dem 8. Juni dabei, klar, machen wir. Andere sagen, ja, du darfst vielleicht auch erst im Herbst sein. Das versuchen wir jetzt in den nächsten Tagen alles unter Dach und Fach zu bekommen. Persönlich sehr schön habe ich gefunden, es hat kein einziger Kunde den Auftrag storniert. Also alle sind dabei. Noch spannender habe ich gefunden, ich habe drei Großaufträge während dieser Zeit reinbekommen. Also Anfragen von Organisationen, die gesagt haben, ja jetzt erst recht, oder? Okay. Und die bereits in der Planung 2021 sind, zum Teil noch... können wir nicht noch in diesem Jahr einen Test fahren mit euch? Okay. Also sehr spannend. Ich glaube, das sind dann Organisationen, die viel weiter denken und sagen, okay, jetzt bringe ich mich in Position, jetzt kann ich was holen, wo andere vielleicht eher zurückgehen. Spannend, sehr gut. Ja, und da noch eine Frage, weil wir jetzt da in der Zukunft auch schon sind. Also wie sieht denn dann Face-to-Face-Fundraising aus deiner Sicht, von eurer Sicht aus, ab dem 8. Juni oder wann dann auch immer, wie sieht das dann aus? Gibt es da andere Standkonzepte? Gibt es dann da die Plexiglasscheiben, die den Dialoger und die potenzielle Spenderinnen und Spender voneinander trennen? Macht ihr euch in die Richtung Gedanken? Ja, es gibt ja lustigerweise schon Länder, wo Face-to-Face schon wieder angefangen hat. Also Südkorea, Hongkong, Japan. Uns liegt auch ein Schutzkonzept vor aus Südkorea.
Okay. Also zum Glück auf Deutsch, also übersetzt. Und da kann man sehr gut drauf aufbauen. Da hat sich auch zeigen lassen, dass das funktioniert, face-to-face mit Corona. Okay. Wir werden sicher auch den Stand anpassen müssen. Es ist ganz klar, dass wir die Mitarbeiter in dem Sinn kontrollieren müssen auf Temperatur jeden Morgen. Und wenn jemand halt krank ist, dann arbeitet er nicht. Das ist klar, geht er nach Hause. Wird Desinfektionsmittel haben am Stand. Man wird... Bei uns kann man ja auch kontaktlos zahlen. Wir werden das pushen. Wir werden eine Plexiglasscheibe, wahrscheinlich dort, wo jetzt das Panel ist, eine Glasscheibe aufhängen und eine Fahne neben dran stellen. Also wir werden schon alles machen, damit die Sicherheit der Dialog und natürlich der Passanten möglichst gewährleistet ist. Ich habe die Leute im Homeoffice jetzt mal gefragt, ob sie nicht sich eine Maske besorgen können und das mal 8 Stunden lang tragen. Mal schauen, was passiert dann überhaupt. Ja, ja, genau. Der Face Shield, sorry, wo jetzt im Moment damit rumexperimentiert wird. Ja. Wie die Welt am 8. Juni ausschauen wird, wir wissen es ja alle nicht. Ist ja nicht. Aber ich glaube, das geht gut. Ich bin wirklich ein optimistischer Mensch. Mhm. Und jede Krise geht auch wieder vorbei. Und ich hoffe schon natürlich, dass neue Ideen daraus entstehen. Also wir überlegen uns auch, was können wir anders machen. Da sind schon viele spannende Ideen von den Vertragsterminen, wie wir das anders gestalten können, über Inhalte, über Reiseteams, die es bis jetzt so nicht gab. Also da kommt schon sehr viel Kreativität auch jetzt im Spiel. Sehr gut. Nutzen wir die Krise als Chance für die Zukunft? Finde ich ein schönes, zusammenfassendes Statement irgendwie, was ich jetzt von unserem Gespräch mitnehme. Vielen herzlichen Dank, lieber Balvin. Und dann wünsche ich dir für die Zukunft und euch alles, alles Gute. Und bin gespannt dann auf die neuen Konzepte, wenn wir dann ab Juli oder ab Juni, genau, oder wann auch immer irgendwie unterwegs sind, wie sich dann das Face-to-Face-Fundraising auf der Straße verändert hat. Ich danke dir ganz herzlich und eine gute Zeit erstmal noch jetzt online und dann hoffentlich bald mal wieder offline, dass wir uns mal wiedersehen. Danke, Jan. Danke für das Gespräch. Super. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.